Haben Sie schon mal was von urbaner Landwirtschaft gehört? Also bestimmt irgendwo mal in der Zeitung gelesen oder im Fernsehen gesehen. Ich habe heute einen Gast, das ist der Johnny, und der erzählt uns heute was über seine Idee urbaner Landwirtschaft in Essen. Bleiben Sie mal dran, das ist eine interessante Angelegenheit. Hallo und herzlich willkommen wieder bei euch im Garten.de/Blog und auf meinem YouTube-Kanal. Ich befinde mich auf der Bonnekamp-Höhe in Essen. Johnny, was betreibst du hier? Kannst du mir das mal kurz in drei Worten erklären? Naja, im Grunde genommen versuchen wir den Gemüseanbau hier zum Laufen zu bekommen und das Hauptproblem ist die Vermarktung. Also anbauen ist kein Problem, ja. Das läuft, nur die Sachen dann zu verkaufen. Das ist das. Du hast mir im Vorfeld erzählt, mit Gemüseanbau hast du gar nichts zu tun. Also du hast dich einfach in dieses Wagnis hier gestürzt. Du hattest ein Angebot hier rumzuwursteln und dann hast du angefangen mit dem Gemüseanbau. Sehe ich das richtig? Ja, genau. Im Grunde genommen hatte ich die Möglichkeit, einfach das, was ich im Jahr vorher aus Büchern von deinem YouTube-Kanal oder vielen verschiedenen anderen YouTube-Kanälen gelernt habe, in die Tat umzusetzen. Die Chance habe ich ergriffen. Du bist aber gar nicht vom Fach. Du hast vom Genau. Gemüseanbau nicht die Bohne einer Ahnung. Bisschen schon. Ich hatte mal Mittlerweile. einen Acker von meine Ernte, aber sehr viel Erfahrung habe ich nicht, nein. Was hast du für einen Hintergrund? Was bist du von Ich habe Haus aus? Molekularbiologie studiert und ich bin staatlich geprüfter Assistent für technische Biologie. Ja, also wir müssen jetzt hier drinnen in diesem Glashaus sitzen, weil draußen ist so windig. Aber ich spiele eben wie immer wieder Aufnahmen ein, die ich draußen gemacht habe. Jetzt ist Gemüseanbau ja nur eine Domäne für Landwirte. Was Ja. unterscheidet deine Idee vom Gemüseanbau von dem, was die Landwirte tun? Im Wesentlichen ist es eigentlich, ich benutze keine Maschinen, ja, also keine großen Maschinen, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied. Ich benutze engere Abstände zwischen den Pflanzen und brauche deshalb nicht so viel Fläche. Und ich werde natürlich in Zukunft Maschinen für die kleinbäuerliche Landwirtschaft importieren. Also du hast irgendwann bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, haha, ich werde jetzt Nein. Gemüsebauer, bist in die Bücherei gestapft, hast dir ein paar Bücher rausgesucht hier, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und dann legst du los, oder wie verstehe ich das? Nee, nee, nee. Im Grunde genommen hatte ich keine Lust auf mein Studium mehr und ich hatte auch mehr, ja, Gärtnern oder urbane Landwirtschaft, Permakultur im Eigenstudium auf YouTube betrieben während dem Studium. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwas in der Art machen. Ja, und bin wieder nach Essen zurückgezogen und habe halt irgendwann dann hier die Fläche gefunden. Ja gut, aber damit hattest du immer noch kein Konzept. Welches Genau. Konzept hast du dir letztendlich ausgesucht oder welches Konzept willst du umsetzen? Gibt es das Konzept in Deutschland schon oder? Das gibt es weitestgehend noch nicht. Also ich kenne zumindest keinen, der es in dem Stil macht, wie ich es machen will. Welche Vorbilder hast du? Das sind im Grunde genommen die amerikanischen und kanadischen Kleinbauern, Namens? namens Curtis Stone und Jean-Martin Fortier. Und beide haben bei Elliott Coleman, einem der Urgesteine der kleinbäuerlichen Landwirtschaft aus Amerika, gelernt oder benutzen die Techniken, die Okay, er was erfunden hat. unterscheidet die von dem normalen Gärtner? Also der normale Gärtner nimmt seine Jungpflanze, steckt die in die Erde, gießt ein bisschen Wasser drauf und lässt sie wachsen. So, was macht der anders? Na, der macht, kommt drauf an, der eine hat natürlich ein großes Grundstück, der hat den Kontext, quasi einen Permakulturhof zu haben und der andere betreibt das Ganze in der Stadt, also Urban Farming in den Privatgärten von, also in den Gärten von Privatpersonen. Du hast jetzt diese beiden Vorbilder dir ausgesucht. Genau. Willst du einen Misch aus beiden umsetzen oder hast du dir jetzt wirklich einen davon, den du sagst, also das Konzept gefällt mir, das gibt es in Europa nicht oder in Deutschland nicht, das möchte ich jetzt hier umsetzen? Weder noch. Im Grunde genommen sind es die Techniken, die beide benutzen, die ich hier anwenden will. Ob es jetzt im urbanen Kontext ist oder hier auf der Bonnekamp-Höhe, was ja schon eher ländlich ist, Ja, was machen die das werden wir anders? sehen. Die benutzen vor allen Dingen keine Großmaschinen wie die normale Landwirtschaft. Die haben Kleinmaschinen, die haben Sägeräte, die haben Papier,
Transplanter. Ja, dafür bauen sie auch kein Getreide, keine Zuckerrüben und kein Mais. Genau, sie haben ein begrenztes Portfolio quasi, kann man sagen. Also der eine verkauft Gemüsekisten, das ist eine Solawi im Grunde genommen, solidarische Landwirtschaft, 110 Leute. Und er hat auf seinem Permakulturhof quasi eine biointensive Landwirtschaft, wo er engere Abstände benutzt, da er keine Großmaschinen benutzt. Das ist so der Hauptunterschied. Man macht viel engere Abstände, erntet das Gemüse sehr jung, Baby Beets zum Beispiel oder Baby Leaf Salad. Man kann weniger große Kulturen machen wie Melonen, Kartoffeln und so weiter. Da gibt es Bauern, die das viel besser können, die sind spezialisiert darauf. Er kauft auch dazu. Ja. Ja. Jetzt sind Baby Leaves nun mal in Deutschland nicht unbedingt an jedem Laden zu finden. Ja. Angenommen, du hast dieses System irgendwann mal umgesetzt, dann müsstest du ja auch die entsprechenden Käufer dafür finden. Ja, sicher, genau. Richtig. Natürlich. Und wenn du dann zur Uni gehst, dann stehen die Leute da und schreien, ja, super, du kommst. Nein. Leider nicht. An der Uni verkaufe ich aktuell nur Gemüsekisten. Ja. Da ist auch kein Baby Leaf Salad dabei, weil ich die Technik dafür noch nicht habe. Ja, es gibt einen Quick Greens Harvester, der das effizient kann, diese engen Abstände. Ich mache ja dann 12 Reihen auf einem 75 cm Beet, ganz eng, da kann ich kein Unkraut mehr zwischenjäten. Das heißt, ich muss vorher eine Technik benutzen, die sich Stealth Beet nennt, und da flammt man mit einem Flammenwerfer das Beet vorher ab und dann sät man diese 12 Reihen und die wachsen dann so eng, dass man da nicht mehr zwischenjäten kann, und dann muss man, weil es einfach zeitlich und arbeitstechnisch sehr aufwendig wäre, das zu ernten, das mit diesem Gerät machen. Also dieser Curtis Stone, der hat einen YouTube-Kanal. Genau, der hat also sehr erfolgreich. Ist auch, habe ich auch abonniert, ist eine feine Sache, kann man sich das mal genauer ansehen. Ja. Das ist also dein großes Ziel. Warum hat's genau das? Warum gibt es das in Europa, in Deutschland noch nicht? Das ist eine gute Frage. Kann ich dir echt nicht beantworten. Ich weiß nur, es gibt hier sehr viele Großbauern. Ja. In der Stadt das zu machen, ich weiß nicht, kann ich dir echt nicht beantworten, warum es das hier nicht gibt. Vielleicht gibt es es gibt ja auch weniger Bauernmärkte hier in der Großstadt beispielsweise. Die gibt es vielleicht noch irgendwo auf dem Land oder so, aber wir haben hier nur, wenn man hier auf den Markt geht, da hat man Billigklamotten, da hat man verschiedene Handtaschenstände, da hat man einen Vollsortimentler, aber der hat dann halt alles aus dem Supermarkt. Da ist nichts regional, Also Bio ist es oft schon, aber es ist nichts Regionales. Jetzt sind das ja beides Amerikaner. Ich nehme an, die nehmen es mit Ökologie und sowas nicht ganz so ernst. Also da wandert das ein oder andere blaue Körnchen drauf. Nee, eben nicht. Gut, wie machen die das? Das ist unterschiedlich. Das ist, aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie verschiedene Techniken hintereinander anwenden. Und die führen halt dazu, dass ich das nicht machen muss. Sie benutzen so wie du beispielsweise gegen Insekten Netze natürlich, bei Radieschen, Rettich etc., Mairübchen, sehr feinmaschiges Netz. Teilweise hat es auch einfach mit dieser, dass du, also du die Techniken bauen aufeinander auf, ja, im Grunde genommen. Also wenn ich jetzt wirklich diese 12 Reihen machen will, das haben sie sich bei den Franzosen abgeschaut in den Gewächshäusern. Der Elliot Coleman ist als junger Mann durch Frankreich gereist und hat sich die Gewächshaustechniken abgeschaut und diese engen Abstände. Wenn du die machen willst, dann brauchst du spezielle Sägeräte. Du brauchst diese Technik, dass du vorher das Beet abflemmst, weil du nicht jäten kannst. Und natürlich geht es schneller, wenn du dieses Erntegerät hast. Also das sind aber vornehmlich Sachen, die sich an Produzenten richten. Das ist eigentlich keine Angelegenheit, die ich eher in meinem Garten umsetzen würde. Wenn ich da ein ganzes Beet von mehreren Metern auf einmal Baby-Beets da hätte, das ist nicht unbedingt Sinn der ganzen Geschichte. Nee, das ist diese Baby-Leaf-Sache, das ist auch eher so eine Spezialisierung von Curtis, der ja im urbanen Kontext, also seine Prinzipien sind, er baut nichts an, was länger als 60 Tage braucht. Und dazu gehören viele Salate, Spinat, Rucola und so weiter, Radieschen, Cherry-Tomaten etc. etc. Und dieses Baby-Leaf-Zeug, das ist muss ich vorstellen, man bekommt einfach mehr Geld dafür, weil es ein Verarbeitungsschritt weiter ist. Wenn man jemanden findet, der es kauft. Die verkaufen natürlich an Restaurants. Ja. Die verkaufen nicht irgendwie an den Privatmann nur Baby-Leaf-Salat. Das gibt es auch auf dem Markt, aber ne, wenn du diese Menge machst, dann musst du auch einen Abnehmer dafür haben.
Jetzt ist diese ganze Bonnekamp-Höhe ja 2,5 Hektar groß. Genau. Bisher sind da, lass sagen, 1500 Quadratmeter, die ein bisschen mehr vielleicht, die nutzbar sind. Genau. Komme ich in 3 Jahren wieder, hast du diese ganzen 2,5 Hektar hier in 75 Zentimeter breite Beete eingeteilt? Nein. Nein, wir sind hier ja, hier ist ja ein anderer Kontext. Im Grunde genommen benutze ich da die Bonnekamp-Höhe für mich, um zu lernen. Das ist wie eine Ausbildung für mich, ich sammle Erfahrung und es ist nicht festgeschrieben, dass ich hier bleibe. Also vielleicht mache ich es wie Curtis und versuche das in den Vorgärten von Privatpersonen und Hintergärten von Privatpersonen. Vielleicht bleibe ich auch hier und es wird eine Solawi, ja, aus dem Kistenverkauf. Wir verkaufen ja jetzt einmal pro Woche ungefähr 5 Kisten aktuell und ich will das halt steigern. Sagen wir, wenn wir bei 40 Kisten sind, dann rechnet sich so langsam. Ja. Es kann sein, dass da eine solidarische Landwirtschaft draus wird, dann bleibe ich vielleicht hier. Ja, das ist noch nicht ganz so festgelegt. Auf jeden Fall will ich die Techniken der amerikanischen Kleinbauern, wenn man so will, oder Kleinfarmer, Urban Farmer, ja, hier anwenden. Wenn ich das richtig verstehe, leben kannst du im Moment davon nicht. Nein, natürlich nicht. Die ganze Konstellation hier ist auch ein bisschen verworren. Das Gelände gehört einer Stiftung und du bist quasi nur hier so, also Pi mal Daumen, als Betreiber drauf, der das Gemüse produziert und vermarktet. Aber ja, genau. Mit den Eigentumsverhältnissen hast du gar nichts zu tun. Genau, uns gehört das Gelände nicht. Das Gelände ist irgendwann gestiftet worden, in eine allgemeinnützige, nicht gewinnorientierte Stiftung übergegangen, um es vor Bauriesen, die hier bauen wollten, zu schützen, was den Vorteil halt hat, dass uns das Gelände keiner mehr abnehmen kann. Das war der eigentliche Sinn. Und da es eine gemeinnützige Stiftung ist, darf ich auch das Gemüse verkaufen. Ja. Jetzt unterhalten wir uns ja nicht nur hier, sondern schon seit gestern Abend. Ja. Und da sind eine Menge Themen zu Worte gekommen. Meinst du wirst damit irgendwann Erfolg haben? Also es ist ja nicht selten gewesen, dass du dich jetzt in diesen 24 Stunden, die wir jetzt hier miteinander verbracht haben, dass du gesagt hast, auweia, so viel Arbeit und ich komme nicht hinterher. Und du wolltest auch partout nicht beim ersten Hahnenschrei aufstehen, wie das jeder Bauer macht. Ja, jeder Bauer. Und das ist halt der Unterschied. Ich bin kein Bauer. Ich habe keinen Hof. Ich habe keine Tiere. Ja, das Einzige, was Curtis und auch Jean-Martin machen, ist Gemüseanbau. Ja, das ist ja auch das. Curtis gibt auch Workshops und da empfiehlt er den Leuten, die Tiere haben, keine Tiere mehr zu haben. Ja. Was? Die Tiere haben keine Tiere? Na, die haben teilweise einen Hof, die haben Gemüseanbau, die haben Tiere und die kriegen keinen Gewinn vernünftig rein. Und dann machen sie einen Workshop bei ihm und er sagt, sie sollen sich erstmal auf verschiedene Gemüse spezialisieren, die in hohen Mengen anbauen. Und dann erstmal das Gemüse vermarkten, weil Tiere sehr teuer sein können. Ja, allein die Investitionen, die man machen muss, um damit Geld zu verdienen, sind enorm. Es ist einfach, wenn man ein Unternehmen gründet, einfacher, das mit Gemüse zu starten. Gut, aber ein bisschen ein paar Hühner könntest du hier locker rumlaufen lassen. Könnte ich, ja klar. Ich habe noch keinen Habicht gesehen, also... Wir haben durchaus gerade... Echt? Habt ihr welche? Ja, ja. Ja, gut, sollte aber möglich sein. Wir haben auch etliche Füchse. Jetzt ist diese Bonnekamp-Höhe, was ich so mitbekomme, ist ja auch wenn du es nicht weitermachst, soll ja irgendwann zu so einer Art Bildungsprojekt umgebaut werden. Habe ich mich mit anderen unterhalten, da soll eine Eventhalle drauf entstehen. Genau. Was hat es damit auf sich? Naja, im Grunde genommen ist das der Königsweg. Ja? Man könnte natürlich jetzt den harten, steinigen Weg nehmen und hier eine Gärtnerei effizient aufziehen, was ich ja jetzt mehr oder weniger versuche, über den Gemüsekistenanbau das machen. Aber wesentlich attraktiver wäre es halt, ein großes Glasgewächshaus zu haben, was beheizbar ist, ne? Und. Dann bräuchte man diese Low-Budget-Techniken, die er im Grunde genommen anwendet, nicht machen. Ja. Da muss aber noch eine Menge Baby-Leaves für verkaufen. Das ist ziemlich viel Geld, genau. Und das ist das Problem. Deswegen bleibe ich erstmal bei meinem Stil und ich versuche es einfach so aufzubauen und man wird sehen, ob ich irgendwann dann in 5 Jahren noch hier bin oder ob ich mich daraus selbstständig gemacht habe. Ich mache mich definitiv selbstständig. So viel steht fest und ich will auch definitiv mit einem Gemüseanbau meinen Lebensunterhalt verdienen. Ja, und ich bin auch davon überzeugt, dass das hier auch geht. Ja, man muss nur viele, ich denke, viele Leute haben halt dieses starre System der großbäuerlichen Landwirtschaft im Kopf. Und das muss man halt einfach durchbrechen und auch neue Techniken, neue Methoden versuchen. In den USA machen das 5.000 bis 8.000 Leute schon, ja, und erfolgreich.
Johnny, es sind nicht die beiden einzigen. Du hast noch zwei weitere, genau, die interessant sind, die du jedem ans Herz legst, ja, dass sie die mal gucken. Die sind alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Du hast es eben schon angesagt, aber jetzt bin ich mal provokant. Bist du noch glücklich mit dem, was du tust hier? Oh ja, und wie? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie befreiend das für mich war, aufzuhören mit dem Studium und endlich das zu machen, worauf ich Lust habe. Ja. Ich habe einfach die einmalige Chance hier gehabt, ohne dass ich irgendwelche Vorgesetzten habe, die Sachen, die ich in der ganzen Zeit gelernt und mir angelesen habe, auszuprobieren. Wie alt bist du? Ich bin 34. 34? Hast du aber jung gehalten, doch. Ja, danke. Echt? Ich bin 34 und ich habe 6 Jahre studiert, um dann zu wissen, dass das nicht mein Ding ist. Ja, ich hätte zum Beispiel bei Bayer landen können. Das heißt, in 5 Jahren ungefähr bist du Franchise-Geber für ein Urban Farming-Konzept, was jeder umsetzen kann. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, Workshops darüber irgendwann zu geben, wenn ich erfolgreich bin. Natürlich muss ich damit erst Erfolg haben, wenn das so läuft, wie ich mir das vorstelle. Ich musste diese Nacht im Zelt übernachten. Das ist nur normalerweise, wo du übernachtest, weil du von der Arbeit nach der Arbeit keine Zeit mehr hast, nach Hause zu fahren und wieder hierhin. Das kostet sich zu viel Zeit. Ja. Meinst du, das ist ein Leben, was du auf Dauer führen kannst? Naja, ich mache das ja nicht jeden Tag. Ja, jeden zweiten Tag. Nur 6 Monate in der Saison. Ja, aber das war mir klar, ja, als ich hier hingekommen bin. Das ist so viel Arbeit. Du kommst hier hin, hast eine To-Do-Liste, gehst nach Hause, hast immer noch eine To-Do-Liste. Die ist nicht kürzer geworden. Die wird nicht kürzer. Das ist ein Fass ohne Boden hier, weil die Fläche einfach gigantisch ist. Es ist einfach viel Potenzial da, man kann super viel machen, man wird nie fertig. Man kann sich ausprobieren, ja. Man kann Fehler machen. Ich habe sehr viele Fehler gemacht, aber es ist auch viel gelungen. Ja. Ich verkaufe jetzt 5 Kisten die Woche. Wir haben jetzt einen Marktstand, den wir nächste Woche das erste Mal auf dem Markt aufbauen. Und wir stehen am Vormittag, bevor der Marktstand am Markt steht, noch vor der Uni und verkaufen da halbe Gemüsekisten, 8 bis 12 Sorten Gemüse für 12,50 Euro. Johnny, ich bewundere deinen Enthusiasmus und deinen Einsatzwillen. Ich hätte in meinem Alter hier nicht mehr den Elan, sowas umzusetzen. Aber ich werde mir die Sachen noch mal genauer ansehen. Vielleicht sind da irgendwelche Dinge dabei, die ich umsetzen kann. Definitiv. Es gibt auch also es sind einfach Tipps. Manche Sachen sind einfach umsetzbar, manche nicht. Ja, manche sind halt auch teuer. Die Geräte wird nicht jeder kaufen. So ein Paperpot-Transplanter, $3,000, das ist schon eine Hausnummer. Du sagst, du guckst meine Videos regelmäßig. Du weißt, wie die am Ende enden. Ja. Also 2 Sachen sind immer dran. Ich gebe dir die Chance, eine Mitteilung an die Leute da draußen zu senden. Was möchtest du diesen Zuschauern ans Herz legen? Ja, im Wesentlichen. Nehmen Sie Ihr Handy, spielen Sie Pizzaklicker und lassen Gott einen guten Mann sein. Nee, warte. Wie meinst du das? Ja, okay. Im Wesentlichen will ich den Leuten zeigen, beziehungsweise ich will es ja auch selber erstmal schaffen, dass man durchaus mit Gemüseanbau seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Die meisten denken immer, das wäre nicht möglich, weil sie die großbäuerliche Landwirtschaft im Kopf haben, die subventioniert wird von der EU. Aber Subventionen kriegt ihr hier nicht? Nee, wir kriegen keinerlei Subventionen. Ja. Wir haben natürlich ein Spendenkonto, wir sind eine gemeinnützige Stiftung, wir arbeiten auch mit Spenden, natürlich, klar. Aber wir kriegen keine EU-Subventionen wie der Großbauer. Okay, das war jetzt deine Nachricht an die Leute. Und jetzt kommt das Letzte, ich habe Durst. Was hast du selbst produziert aus deinem Garten? Trinken. Wir haben eine Zitronenlimo mit Minze, die ich dir anbieten kann. Ja, okay, Zitronenlimo mit Minze. Genau, da ist unsere Johnny, ich bedanke mich. Unser Basilikum. Ja, ich bedanke mich. Ja. Wenn du mal in der Gegend bist, kommst du bei mir vorbei. Ja, auf jeden dann Fall. Guckst du mal. Ich hab sehr viel gelernt durch deine Videos. Vor allen Dingen, wie man es nicht machen soll. Wie man es nicht machen Nein, Quatsch. Ach, komisch, warum ich das immer höre, ey. Zum Beispiel Blumenkohl, wow. Ja, ich habe letztens deine Videos über Blumenkohl gesehen und ich muss sagen, ich habe es noch nicht hinbekommen, so viel Blumenkohl zu ernten. Ich bin auch ein paar Jahre schon älter. Ja. Ich mache das schon ein bisschen länger als du. Okay, in diesem Sinne, Like-Button drücken, abonnieren, Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen der Links da unten von mir. Dann kann ich demnächst, nach Curtis
Stone fahren nach Amerika. Genau. Und wenn du in 5 Jahren wiederkommst, dann läuft das hier. Ich nehme dich beim Wort. Ja. Okay, also, bis dann. Empfehlen Sie mich weiter. Sag tschüss. Ciao. Bis dann.